Schmuck und Edelstein. Okay, okay, okay. Ich muss da die Titanen beschützen, was eine mühsamste Mission ist. Aber deshalb nehme ich wieder mein Lieblingsflugzeug, den Hunter. Was ja genau genommen gar kein Flugzeug, sondern höchstens ein Fluggerät ist. Und gehe jetzt nicht zur Titan. Möglichst lange nicht, weil je schneller ich dahin gehe, umso länger muss ich den Scheiß beschützen. Absolute Scheißmission. Aber ich mach's ja für Frieden und Vaterland. Und nicht zu vergessen für die Demokratie. Aber jetzt warte ich hier mal, bis die kommen. Die kleinen Pappnasen, aber ich bin viel zu nahe, viel zu nahe. Ich will die gar nicht beschützen. Zumindest nicht so früh. Es gibt mir nur viel Arbeit. Und wer hat schon gerne viel Arbeit? Oh, jetzt bin ich sogar zu hoch. Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Ja, wenn es da die Schlagersängerin Nicole noch gäbe. Also die gibt's ja noch, aber die singt nicht mehr, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, so ein Lied braucht's wieder. So ein bisschen Frieden. Und dann haben wir wieder ein bisschen Frieden. Bis wir wieder ein bisschen Krieg haben. Sagte der Mann im Kampfhubschrauber. So, muss man einfach Geduld haben. 15 Minuten geht das halt leider. Irgendwann werden wir angegriffen, respektive die Titan wird angegriffen, aber wenn ich jetzt da zur Titan gehe, wird sie instant angegriffen. Nur wenn ich jetzt hier warte, geht es ein bisschen länger. Und die Titan fliegt so langsam da Richtung Flugfeld, das geht ewig, ewig. So, jetzt sind die Idioten da, die angreifen. Länger kann ich es nicht rauszögern. Er hat rauszögern gesagt. So, einen muss ich abschießen. Das näher ran. Ups, bin ich jetzt mehr in ihn reingeflogen? Ja, mein Flugzeug ist kaputt, so ein Scheiß.
Habe ich schon wieder geschafft und mein Flugzeug ist kaputt. Wie unfähig kann man denn sein? Wie absolut unfähig kann man denn sein? Ärgert mich jetzt echt. Gestern ging das so gut. Habe ich denn noch im Angebot? Hier, die Buzzard habe ich noch im Angebot. Ich sehe schon, dass es schief kommt. Dann noch in die Bumsbude anrufen. Dass die mir die Maschine ersetzen. Hello, this is Morse Mutual Insurance. I'll do my best. Ja, hoffentlich reicht das, das Beste. Alleine bis ich jetzt da oben bin, vergeht wieder ewig und ein Tag. Aber ich bin wenigstens ein Heli losgeworden. Den anderen Heli muss ich jetzt einfach auf Distanz halten. Mag ihn nicht abschießen, weil nachher kommen wieder zwei Helis. Und das ist umso mühsamer. Noch 1800 Meter. Noch aufpassen, dass ich meinen Heli hier nicht beschädige. Nicht geschafft habe, den Hunter da zu versenken. Das hält weniger aus. Im VOD von gestern ist drin, wie es optimal klappt. Ohne
eigenen Heli-Verlust. Keine Menschen und keine Tiere kamen zu Schaden. Außer ein paar Hundewelpen, aber die nerven ja eh. Die zählen ja nicht. So, ich wage mal die Prognose, die Titan wird es überleben. Einfach endlos langsam das Gefährt. Das Geflüg. So, jetzt wo ist das Päckchen? Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Da ist es ja. Wie ein Profi in der Luft geschnappt und jetzt zurück. Kommen schon die Nächsten, die auf mich schießen? Ich finde das nicht lustig, wirklich nicht. Aber im Großen und Ganzen ging das ja gut dafür, dass ich die Hunter verloren habe. Versicherung habe ich auch schon angerufen. Es wird alles gut. Fast schon zärtlich lande ich hier. Ein Heli. Ich bin begeistert von mir selbst. Wenn es sonst niemand ist, muss ich wenigstens sein.